Ich habe eine kleine Ameisenfarm auf meinem Auto. Guten Tag. Bis auf den Schnipsel am Strand habe ich heute noch gar nichts aufgenommen. Naja, und jetzt ist es schon irgendwie 4:30 oder so. Jens muss heute was auf der Insel ausliefern zum Kunden. Und da haben wir kurzfristig beschlossen, dass wir uns treffen in Koserow beim Paparazzi. Und da fahre ich jetzt hin. Ich nehme mal die Drohne mit. Mal sehen, vielleicht lassen wir die noch steigen. Ja, ich habe heute irgendwie nicht viel Spannendes gemacht. Ich war mit dem Hund Gassi und ansonsten habe ich mich nur um Videoschnitt gekümmert. Sieht aus. Ich habe eine kleine Ameisenfarm auf meinem Auto. Auch nicht schlecht. Stehe hier unter einem Baum. Und so sieht es halt auch immer aus. War die Tür jetzt zu? Scheiße. Mal gucken gehen. Kennt ihr das? Auch so ein Tick von mir. Wie oft ich auf dem Weg zur Arbeit schon umgedreht bin, um zu gucken, ob ich die Tür nun wirklich zu hatte. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich die Tür abschließe, fasse ich ja nochmal so an, ob sie zu ist, um mir dann laut zu sagen, die ist zu. Sonst drehe ich nochmal um und gucke, ob die wirklich zu waren. Ich bin etwas spät dran. 17 Uhr hatten wir uns verabredet und der Hund musste noch raus, hat getrödelt und die Akkus von den Drohnen habe ich noch geladen, aber ist nicht ganz so schlimm. Den Verkehr hier, als wenn es regnen würde. Es regnet, die Straßen immer voll, weil dann können sie nicht an den Strand, können nicht spazieren gehen. Also setzen sich ein Auto und schauen sich die Sehenswürdigkeiten an. Momentan ist hier so voll, als wenn es gerade regnen würde. Ganz vergessen, dass sie hier die Straße machen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier durchkomme bis Koserow, aber kommen wir ja noch entgegen. Also von daher wird es ja noch offen sein. Für eine Zeit lang hieß es, dass sie sperren werden, aber einen kurzen Schreck bekommen, als ich Baustellenschild gesehen habe, dann fehlt mir der Weg wieder ein. Und Baustellenampel und wir stehen. Jens, falls du das hier siehst, ich komme später. 17.15 Uhr liegt noch voll in der Zeit. Nee, nicht wirklich, aber naja, wie gesagt, so schlimm ist es doch nicht. Wir haben keinen wichtigen Termin oder so. Ansonsten hasse ich das wie die Pest, zu spät zu kommen. Lieber eine halbe Stunde zu früh da, als 5 Minuten zu spät. Ich kann doch nicht leiden, wenn man zu einer Verabredung zu mir zu spät kommt. Naja. Ich werde so satt sein. Zeig mal dein Handy da. Dreh mal, zeig mir mal die Rückseite. Das ist doch wohl Rosé Gold oder was? Nee, ist Copper. Sony Copper. Rosé Gold. Du bist auch Rosé Gold, ey. Guck mal, wie schön das aussieht. Ist das nicht genial? Jetzt bist du überzuckert, oder was? Ja, jetzt bin ich überzuckert, aber das war das erste Mal, dass ich bei im Paparazzi hier Nudeln gegessen habe, weil ich ungern Nudeln esse, wenn ich irgendwo essen gehe. Und ich habe immer Angst, dass mir die Nudeln später im Bart hängen oder ich mich halt beschmatter. Ich habe da so ein Talent. Das ist einer meiner wenigen Talente, aber das kann ich richtig gut. Ey,
Was kann jeder? Ja, eben. Jedenfalls war das das erste Mal, dass ich da Nudeln gegessen habe. Und es war fantastisch. Ich dachte immer, die Pizza ist schon gut, aber die Nudeln sind auch gut. Also genauso gut. Mindestens. Vorsichtig. Ja, ich weiß. Aber genauso gut wie die Pizza. Ja, so. Man, ja. Ist alles super. Also ja, wirklich. Klar. Man kann. Wenn mich jemand fragen würde, wo man sehr gut essen kann auf dieser Insel, würde mir zuerst eine Paparazzi einfallen. Als erstes. Ja, aber nur weil wir nicht oft genug im Knurrhahn sind. Ja, das stimmt. Das mag sein. Da kann man auch sehr gut essen gehen, möchte ich gar nicht abstreiten. Im Knurrhahn in Trasseneidig, muss hier vorsichtig sein, ne? Muss ja die Kunden alle gleichmäßig bedienen, ne? Oder im Captain Brass in Kosovo, auch sehr gut. Den kann ich nicht beurteilen. Nee, da warst du noch nicht. Aber ich kann dir sagen, die Fischgerichte da sind sehr lecker. Wenn der Jens so sagt, dann würde so sein. Ich bin ja hier sonst nur der Fahrer. Ja, irgendwann muss ja jeder können, ja, oder wie hast du gesagt? Kann halt fahren, ne? Weißt du, warum ich auch eine andere Kamera zum Vloggen eigentlich brauchte? Weil ich nie sehe, ob ich hier wirklich im Bild bin oder so. Das ist furchtbar, ne? Ja. Blick, ich mach das ja immer nur so auf Verdacht. Und das ist eigentlich scheiße. Warum nimmst du denn nicht die Frontkamera? Weil die keinen 1080p auswirft. Ach, wirft sie nicht? Nee, nur 720p. Das ist ja schwach. Deswegen brauche ich ja so ein 6S. Okay. Aber das würde ich auch die Frontkamera nicht nehmen, weil das nimmt hinten ja 4K auf. Und dann könnte ich meine Vlogs in 4K online stellen, wäre viel geiler. Oder wollen wir hier an den Strand gehen? Mir egal. Hier ist aber FKK. Ist das schlimm? Ja, die kommt wahrscheinlich nicht so gut, wenn da welche gerade FKK machen und wir packen die aber Drohne aus. Jetzt um die Zeit. Sagst du. Sag ich. Ja. Nein, fahr mal zur Seebrücke. Er fährt jetzt zur Seebrücke. Und dann lassen wir die Drohne steigen. Wenn seine Lordschaft zur Seebrücke möchte, dann halt zur Seebrücke. Ich bin ja nur der Fahrer. Naja, aber so eine Kamera, wo den Bildschirm halt, ne, G7X, Canon G7X, ist immer noch meine Lieblings... ja, definitiv ein feines Teil. Haben möchte Vlog-Kamera. Ja. Was dann ein Problem ist allerdings, du musst dich darauf konzentrieren, dass du in die Linse guckst und nicht auf den Bildschirm. Nimmst du immer noch auf? Ja. Das ist vorbildlich. Du guckst nämlich immer auf den Bildschirm. Ja. Und das sieht halt scheiße aus. Ja. Wenn du anguckst, dann sieht doof aus. Deswegen hat der Nice da zum Beispiel immer Sonnenbrille auf. Ja, weil er sonst doof aussieht. Weil er sonst doof aussieht. Nein, hat er selber gesagt, weil er sonst halt immer, er guckt halt immer auf den Bildschirm. Ja. Ob er denn gut rüberkommt. Gut rüberkommt und gut im Bild ist. Ne? Und das sieht halt immer doof aus. Wenn da jemand an der Linse praktisch auf einen offiziellen Parkplatz mich stellen, oder? Ja, warum nicht? Ja, ich frage ja nicht. Weil da hinten stehe ich immer so ungern. Können sie auch von hier starten und dann rüberfliegen. Ja, ich denke, dein Akku ist nicht voll. Doch, der eine ist voll, der andere fast. Ach so. Nur halt nicht voll genug, um bis nach Berlin zu fliegen. Ach so. Ich würde jetzt ja gerne was zu dem Kameraproblem sagen, ne? Aber bitte. Dann würde ich anfangen gegen Nikon zu ranten. Und das möchte ich nicht vor laufender Kamera machen. Weil dazu mag ich Nikon einfach zu gerne. Na nu, bezahlen die dich? Oder? Leider noch nicht, ja. Aber vielleicht dann. Ich habe mir nämlich bestellt, weil ich ja glaube, dass ich mich ja auch weiterentwickeln muss, weil du mich ja dazu zwingst. Ja, machst kurz Pause, wenn ich aussteige hier? Kannst du gleich weiter erzählen, wegnehmen. Weil du bist dann eh nicht im Bild. Und wenn ich zu hören und so. Bist nie im Bild. Nimmst du den Rucksack bitte? Ja, Sir. Natürlich, Sir. Es ist mir eine Freude. Sir. Darf ich auch mal vielleicht eine Jacke suchen? Natürlich. Kannst du jetzt weiter erzählen? Ich habe keine Jacke. Sag mal. Werde ich alt? Doch, hier ist eine. Du hast immer 5 Jacken im Auto sonst. Ja, eben drum. Und jetzt hätte ich keine. Da habe ich gedacht, ich hätte keine. Oh, Frauen. Nee, Entschuldigung, jetzt schneide ich raus. So, du hast Nikon? Was? Nochmal. Ich habe mir den Nikon S9900 bestellt. Was ist das? Eine Kompaktkamera. Eine ganz neue Kompaktkamera. Also nicht so neu, die gibt es schon ein paar Monate. Aber ich fand die ziemlich geil. Weil die halt auch einen schönen Zoom hat und so einen klappbaren Monitor. Und ich hätte gerne eine Canon S120, also eigentlich hätte ich gerne eine Canon G7X. So. Und die ist mir zu teuer momentan, also die ist, ne, die kann ich nicht bezahlen momentan. Was kostet die denn? 500 und noch was. Oh, das ist aber sportlich. Ja. Warum hast du denn die Rucksackärmel so eng? Weil ich die nicht benutzt habe. Kannst du weiterstellen. Ja, und dann hätte ich als Alternative... Wollte ich mal gucken, was so eine Canon S120 kostet. Die ist ein bisschen kleiner, aber die kostet auch 300 noch was. Ja. Und dann kann ich auch
ein 100er mehr sparen oder zwei in dem Fall und lieber so eine G7X, ne? Weil wer billig kauft, kauft zweimal. Obwohl die S120 auch wirklich ein toller Direkt ist. Aber jetzt habe ich unterbrochen, Entschuldigung. Ja, jedenfalls habe ich mir so eine S9100 bestellt, wegen dem abklappbaren genau, Display ja. Und ja. Weil man halt so auch Video machen kann und all so ein Kram. Ne? Und ja. Außerdem ist das mit Wi-Fi und, ne? Ja, und ja. So. Ja, ja. G7X zum Beispiel. Ist NFC hier und ja. Ein Scheiß. Alles, was man so haben kann. Ja. Für 252 Euro plus minus. Geht ja. Ja, ja. Also im Vergleich zur G7X. Jetzt kommt aber der Rant bei der ganzen Sache, den ich eigentlich, wie gesagt, nicht machen wollte, weil ja. Ich Nikon eigentlich zu sehr liebe dafür. Ja. Aber packe ich das Ding letztens aus, schalte es an und habe an meinen Fähigkeiten gezweifelt. Weil? Du musst den Akku wahrscheinlich erst laden. Ja. Dann bin ich fertig. Ja, ich habe den Akku geladen. Nein, er war voll, als ich die Kamera bekam. Schalte das Gerät an, es werden alle Anzeigen angezeigt, die das Ding so hat. Ja. Die man auch in den einzelnen Modi dann so angezeigt bekommen muss. Menü funktioniert, alle Einstellungen funktionieren. Haken an der Sache war, Bild bleibt schwarz. Okay. Neue Kamera. Ja. Wohlgemerkt. Ja. Bild bleibt schwarz. Ja. Mhm. Kaputt. Ja. Okay. Also praktisch, es kommen keine Sensordaten in der Kamera an. Da ja. Muss irgendeiner von den chinesischen Kindern, die Dinger zusammenstecken, wohl einen Stecker vergessen haben. Prima. So, ich muss kurz gucken. Ja, ich nehme noch auf, okay. Nicht, dass ich automatisch aus Versehen ein Foto gestellt habe, weißt du? Und wir machen gar kein Video, sondern ein Foto. Ja. Ich also bei Nikon anrufen. Ja. Service bei Nikon Top. Ja. Kann man nicht anders sagen. Sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Wir uns dann da eine Viertelstunde unterhalten mit dem jungen Mann. Und der meinte dann ganz trocken, ja, packen Sie ein, schicken Sie zurück, lassen Sie umtauschen. Also, auch nicht mehr das, was das mal war. Hast du online bestellt? Ja, natürlich. Na klar. Das hier holen, ne? Ja, kann ich auch schön geschickt erzählen. Ich hätte ja sogar in einem Elektronikfachmarkt in der Nähe ein paar Euro mehr dafür ausgegeben, wenn ich sie gleich hätte mitnehmen können. Ja. Da hatten sie die aber nur in Silber, ich wollte die in Schwarz. Wo warst du? Na, in einem Elektronikfachmarkt in der Nähe. Ah, nur sag, wir renten ja jetzt hier, wir empfehlen ja nicht. Im Mädchenmarkt natürlich. Also, ja, okay. So. Da sagte die nette Verkäuferin zu mir, ja, sie hätte die nur in Silber, könnte die aber in Schwarz bestellen. Und da sagte sie, ja, kann ich selber. Ja. Habe ich dann auch gemacht. So. Because it's a Sony. Ah, okay. It's not a trick.